Hier war ich übrigens dabei, bei dieser Drohnenaufnahme. Irgendwo links hast du mal gesagt, ne? Ja, boah, du hast verfolgt. Du hast Ja, auch verfolgt. seit der letzten Woche, auch ein bisschen um Engel zu finden, ehrlich gesagt, habe ich mir mal eine ganze Menge von dir nochmal reingezogen. Ja, ist klar. Lass mal das mal so stehen. Da war ich auch da, oder? Ja, was da? Habe ich dich, hab ich. Übrigens, Ja? Smile, mach nur meine Runden und dann entlasse ich dich, bevor der dritte, vierte reinkommt, Alter. Sehr gut. Match Nummer 2 hier bei unserem schönen Habe Breakthrough-Turnier. hab 16 ich Leute dich da auch und gejudged? deren 16 Leute. Habe ich dich da auch gejudged? Nein, hast du nicht. Okay. Werden es versuchen, versuchen es hier heute. Zum Schluss gibt es ein Einzelnen, der wird der Superstar. Und Ich alle muss anderen liegen warten. im Staub. Nein. Ja, oder auch nicht, Alter. Die zwei Halbfinalisten, die ausgeschieden sind, sind einfach die übelsten, die einzigen, die einen Breakthrough hinbekommen haben. Von dem Turnier. Was nochmal? Er sagt ja gerade, der gewinnt, ist der Superstar, die anderen, die sind im Staub. Und im Endeffekt war es ja so, die zwei, die das Halbfinale verloren haben den größten Hype generiert und sind auch die größten Prospects so von dem ganzen Ding. Ja, das hatte auch so ein bisschen so jetzt nochmal da Frage Fußball oder so, hat es so ein bisschen was vom DFB-Pokal gehabt, weißt du? Auf einmal gewinnt der eine gegen den, da fliegt einer raus und alle so, oh mein Gott, halt's Maul. Und das hatte so ein bisschen so den Vibe davon, weil man konnte auch nicht unbedingt sagen, wer gegen wen gewinnt. Und ja, am Ende des Tages war das einfach ja verloren und lief insgesamt Ja. für den Hype, jetzt mal Hype besser. Ja, aber hier merkt man auch gerade, dass du wirklich von Fußball gar keine Ahnung hast. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Wieso? DFB-Pokalvergleich hinkt des Grauens. Wieso das denn? Also, wenn ich, weißt du, wie viel Geld ich schon bei DFB-Pokal verloren habe, weil ich irgendwie auf, Oh, weiß du ich nicht. tippst! Ja, manchmal. Ach du liebe Güte. Dann lass uns jetzt. Der Jordi ist jetzt. Ich warte. Scheiße, Mann. Hier mein Kollege, mit dem ich da. Mein Kollege, mit dem ich hier den Stream mache, der mich hier reingelabert hat und der, ja, ist der mein Twitch-Manager? Ja, der ist einfach jetzt ein Homie und mit dem ich das Ganze hier mache, der die ganzen Konzepte und so an den Start bringt, der ist auch im Tipp-Business komplett drin. Deswegen, das müssen wir anders mal nochmal klären, weil sonst wird es jetzt wirklich zu weit gehen. Aber gut zu wissen auf jeden Fall. Ich mache mal weiter. Quatsch. Das möglichst alle hier überzeugen. Hier ist das zweite Match. Wedding, ich hoffe, ihr seid richtig geil wie im ersten Match hier stimmungstechnisch. Und macht bitte für beide jetzt hier erstmal eine Vorstellung. Gleich viel Lärm. Introduce yourself. Da gehen haben wir aus Wuppertal. Macht mal Lärm für den Mann, aus Wuppertal. MC to my left, introduce yourself. Sin City aus Düsseldorf. Macht Lärm für Sin City! Ach so, nee, nee. Obwohl Fresse kurz, halten jetzt. einmal kurz anschneiden, was er sagt. Jetzt hier alle. Match Nummer 2. Erste Runde. Lucky Number! Habt ihr Bock? Yeah! Erstmal seine Songs angehört, um zu gucken, was bei dem Trottel so geht. Da rappt der, 9 von 10 Kindern finden Mobbing okay. Junge, denkst du echt, Google-Witze geben dir eine ungemeine Quote? Weißt du, was passiert, wenn sich zwei Piloten treffen? Ne, 130 Tote. Sin City, deine Lines kriegen die durchschnittliche Zeit aus einer Freestyle-Runde. Also denk mal gar nicht, du hättest damit die Hosen an wie ein Levi's-Kunde. Jetzt gibt's erstmal 3x2 Minuten Dauerfeuer, dann noch ein paar Stiche in den Blinddarm, fünf. Warst du da nervös? Also klar, aber wie? Ja. Hm? Es ging. Die Battles danach waren schlimmer, ehrlich gesagt. Okay. Also dein erstes Ding, dein erstes Battle und du bist einfach nicht nervös, hast nicht gedacht so, eieiei, kann ich meinen Text noch, pipapo. Normal, normal, auf jeden Fall. Aber es war kein Druck, keiner kannte mich. Ich hatte in dem Fall auch also nichts zu verlieren, wenn man so Das will. stimmt. Und danach die Battles waren dann, es sieht die da nicht verbessert, da einen Texthänger gehabt, fick dich, Alter. Weißt du, man kriegt das mit, wenn die Leute einen anglotzen und die wollen jetzt was von dir sehen. Ja. Weißt du? Sehr gut, das stimmt. 5-0 für mich, ich verlinke deine Mutter und poste dir das Bett an die Pinnwand. Oh!
Gelb tief im Gesicht macht er mir auf schurkig wie Darth Vader, aber den Rap klingt er ein wenig so wie russisch mit Sprachfehler. Ehrlich, Mann, ich schrieb das Bett hier so ganz lässig in der Abendröte, doch bei so viel Ess und Zischlauten dachte ich, dass da irgendwo Gas entströmt. Versuch dein Glück, es bringt nicht mit, wenn meine Antwort fick dich ist, die Worte sind Gold, egal wie viele Klicks ich krieg, egal wie dick ihr Dick doch ist. Egal wie dick ihr Dick doch ist. Also entweder du sagst was ganz anderes und ich versteh's nicht, oder du hast einen ziemlich komischen Fetisch. Mann, du Bitch-Rapper. Ich bin eh besser. Früher Probleme mit Mitesser, heute mit D-Esser. Aber wisst... Checkst du die Line? Nee. D-Esser ist in der DAW, also so Ableton oder Logic oder sowas. Das ist... ich hab kein Wort verstanden, was du gerade gesagt hast. DAW, Ableton, Logic, was ist das? Also pass auf. Hörst du mich? Ja. Das ist in einer DAW, also sowas wie Ableton, Logic, Cubase. Was ist das? Das ist ein DS. Was ist eine DAW? Ja, Ableton, Logic, Cubase. Was ist das? Wo du Tracks aufnimmst. Woher soll ich das wissen? Du hast doch auch schon mal einen Track aufgenommen. Ja, als ob ich den Produzenten gefragt habe, hey, womit machst du das hier eigentlich? Aber das ist, womit der da rumschneidet. Boah, Alter, bist du ein Laie. Womit du da rumschneidest. Ja, offensichtlich bin ich ein Laie. Meine Güte. So, das schneidet da rum und cuttet und nimmt deine Vocals auf und so weiter. Das macht man in einer DAW. Und da gibt es Sachen wie Cubase, Logic, Ableton. So. Und ja, in diesen DAWs gibt es zum Beispiel ein, Programm oder keine Ahnung, so ein Knopf. Da drückst du drauf. Das ist dein DSer und der unterdrückt die Zischlaute. Okay. Das S. Wenn du sagst zum Beispiel Cynic so und das ist zu hart auf dem Mic, wird das dadurch ein bisschen gedämpft. Das ist ein D-Esser. Und deswegen ist das eine ziemlich nerdige Punchline, weil ja, er sagt ja S und Zischlaute, bla bla bla. Ja. Damals Probleme mit Essern und jetzt mit D-Essern. Aber eine gute Line. So, das war eine sehr gute Line. Ich finde es halt krass, dass so viele davon gelacht haben. Weil die es wissen. Ja, das fand ich krass. Ja, ich habe safe nicht gelacht. Ja, merke ich. Alter. Hätte mir das mal jemand gesagt vor dem ersten Release. Wisst ihr, was noch viel besser ist über den Spaster? Der betitelt sich selber als Kaiser, Oberst oder Kanzler. Wow. Bitch, nenn mich Leutnant. Und das ist unser Kanzler für ihn, ist Rap Battle Neuland. Und sag mal, meinst du mit Oberst eigentlich so ungefähr den Typen von der Bundeswehr, der im Nahost marschiert als Stabsoffizier? Du bist also ein Offizier höchsten Dienstgrades. Top, aber das Einzige, was wir heutzutage noch können, ist Kindern zu helfen über die Spielstraße. Siehst du, ab da war ich dann Soldat. Ersatzteile fehlen, darum Kampffliegerstopp und sind sie dann ist Tank für den Jock. Bitch, ich mach lieber Batzen illegal mit Parisen in der Brusttasche, als zu marschieren mit einer Schusswaffe für Marine oder Luftwaffe. Ich fick dein Bataillon und das nicht mit Platzpatronen. Und parallel dazu heulen die Bundjungs rum, dass die zu viel Druck erfahren. Hier schreibt doch gerade jemand, Lucky Number ist stabil, schade, dass er direkt raus ist. Ich finde den Start auch wirklich super, außer dass der zu sehr da durchrusht nach dem Motto, also man merkt halt so, der... Oder das ist das allererste, was er jemals in seinem Leben macht. Ja. Ja, ja. Kann man trotzdem sagen. Habe ich ja bei meinem ersten auch gesagt. Meine ersten beiden Battlemania-Finals waren ja genauso. Gute Lines, okay, aber viel zu schnell und hastig performt so. Aber schade, dass man den da nicht mehr gesehen hat. Der ist nochmal wiedergekommen, aber also das war, also die erste Runde von dem war echt Bombe und danach war, keine Ahnung, im Laufe des Turniers so ein bisschen untergegangen. Ja, danach war der ja raus. Ja, aber dann wurde er nochmal eingeladen, so als dann wurden die beiden Besten, die rausgeflogen sind, wurde in so einem Forum abgestimmt, ist er nochmal wiedergekommen. Das hat er dann leider auch verloren, obwohl ich ihn besser fand. Ja, aber wenn er die Runde hier mit, klar, wo soll die Ruhe herkommen, so wenn es nicht Talent ist, aber wenn er die hier ruhig performt und ein bisschen mehr eiern, dann ist die Mord. Ja, die war krass. Wie der lief Amazon. Du hast Angst davor zu sterben in einem Kriegsgebiet. Ich habe Angst davor, irgendwann mal zu freestylen auf dem Beat von DJ Pete. Mieser Beat von Pete, Alter. Seid euch sicher, zweite Runde wird auch gut, denn der Typ ist zum Fremdschämen und mindestens genauso scheiße wie Avengers Endgame. Avengers, endlich mal einer, der den Namen richtig ausspricht, das freut mich schon mal. Ne? Nicht die Avengers, sondern die Avengers.
Also das ist jetzt ein Sequel gewesen, der letzte Teil von diesem Film, von dieser Filmreihe, und der war nicht gut, oder was? Ich hab's nicht gesehen, weil ich wollte ihn gucken und die meinten Leute, lass es. Ja, okay, und dann habe ich auch irgendwann nicht mehr. Okay, genau, das war ist lieber Game of Thrones 8. Staffel oder was? Oder war es die 8. Ja, Staffel? so. Okay. Ja. Und sie sollten recht behalten. Ja. Ey, yo, Panke! Kurze Frage. Bist du mit wie vielen Kollegen bist du da hingefahren? Eins, zwei. Ja, war noch, also mit vier, aber einer war im Krankenhaus mit dem anderen. Also ich war nur mit zwei da. Sind die in Berlin ins Krankenhaus gekommen oder was? Vor dem Battle? Ja. Weil bei der Probe deine Punchlines zu krass waren oder was ist da passiert? Wo war der vorher unterwegs? Und macht Anfall und dann war vorbei, Alter. 1-1-2. Nee, ja, war eine kleine Tragedy da. Also. Okay, und hast du den die Parts vorher gezeigt? Warte. Einem Kollegen zeige ich die immer. Und ja, ich zeige die mal so ein, zwei Leuten, zeige ich die, ja. Weil die sind ehrlich zu mir. Die sitzen dann auch da so, naja, war voll Schrott, Digga. So, und dann ist so, ja, okay, vielleicht muss ich nochmal umschreiben. Und die haben auch Ahnung? Ich glaube einfach, dass die Ahnung haben, weil sonst werden solche Battles auch nicht korrigiert, in Anführungszeichen, da rauskommen. Weißt du, okay, was ich meine? Ja. Also hinterher war es dann schlauer als vorher, weil hätte auch sein können, dass die zum Beispiel gar kein Gespür für Punchlines haben, dann sagen die, Dicker, die muss raus, die muss rein und dann tappst du voll ins Verderben. Ich weiß auch gar nicht, wie die das bewerten, so tief sind wir nie da reingegangen. Ich mache dann halt eine Line und der sagt dann, ja, ist geil oder ja, nee, lieber doch anders oder nimm die raus. Also es ist dann doch irgendwie oberflächlich, aber hilft trotzdem. Okay, das ist nice. Erste Runde ebenfalls hier jetzt für Sin City! Yo, Panke, könnt ihr mich hören? Yeah! Ich denke kaum, dass irgendjemand weiß, wer hier gerade am Zug ist. Aber ich stelle mich nicht vor, weil mir auch scheißegal ist, wer du bist. Ich weiß, das kennst du. Doch ich sag jetzt, was die Phase ist. Deine Bewerbung war so wack, streng dich an, sonst wird von den Leuten hier dein Part geskippt. Viel Zeit vergangen, wusste lang nicht, was erwartet mich. Jetzt stehen wir hier, Angesicht zu Arschgesicht. Ich meine, du, auf deinem Foto mit Cap plus Kevin Kurani Bar, Blick aus Stahl, auf deinem Foto Nase hoch, wie cool ist der Barsch? Was soll diese Wannabe-Tour? Du warst doch der sich gern reden hört, mit hinreißender Hollister-Frisur. Und er ist so wortgewandt, beim Schwiegervater am Blasen und immer freundlich zum Ordnungsamt. Der klassische Schlag mich und mein Vater verklagt dich Typ. Ach, krass. Shoutouts an Bongtaggy. Deswegen haben Leute geschrieben, die Lines nicht von dem, okay. Wurde mir dann vorgeworfen, aber ich bin ins Bett gegangen, als das Bett von ihm noch gar nicht draußen war. Ach, Bongtaggys Line war davor? Ja, ich glaube, das war gegen Mikesh. Ja. Aber Mikesh war, also das Battle von dem war noch nicht hochgeladen. Ach, das war hier. War das hier Mitte 2019 oder was? Das ist was ist das? März? Mai. Ja, aber das Mikesh-Battle war doch. War das nicht letztes Jahr in München beim Mayhem? Boah. Jetzt müsst ihr mir mal ganz kurz helfen. Dann müsste das doch danach gewesen sein. Ja, Mayhem, das Battle war danach, aber die Line, also Battle von Bongtaggy und Mikesh war noch nicht raus. Meine ich. Okay, hier an die ganzen Cracks im Chat. Ich weiß ganz genau, ich habe hier viele Daten-Nazis. Wann war das Battle Mikesh gegen Bongtaggy und wann war das hier? Weil dann müsste Bongtaggy jetzt 2018 gewesen sein. Aber war es doch nicht. Wenn du sagst, das hier war Anfang 2019. Das war Mai 2019. 25. Mai, sage ich auch gleich noch. Das hier. Mhm. Ah, okay, gut. Und das andere war auch im Mai. Okay. Ja. Okay. Klassischer Fall von Doppelschöpfung. Ja, das ist auch so ein klassischer Spruch, so hit me and my daddy will sue. Weißt du? Also, keine Ahnung. Ja, bei Bongtaggy, der hat viele solche Dinger, aber ich erkenne halt voll selten Google-Sprüche oder so. Ich sag mal so, könnte einer sein, ich weiß, aber ich kenne diese ganzen Sprüche halt einfach nicht, weil ich halt, ja, keine Ahnung, ich habe keine WhatsApp-Gruppen und ich gucke mir diese Memes oder wie die heißen nicht an. Also.
Ja, okay, Bruder. Ja, ich glaube, da kommt auch viel her. Und Bruder, nein, das ist nicht mein Rücken da hinten, Alter. Hat es ja so Der allergeil. eine, der seine Symptome googelt und dann Panik schiebt. Ich habe meinen Gegner das erste Mal gesehen, es war nicht zu fassen. Was will der Lappen? Ich habe mir vor Lachen so hart eingepisst, ich muss jetzt den Rettungsschwimmer in Silber machen. Yes. So, Lyrico hat gerade eine Frage gestellt im Chat. Hast du davor schon mal gebettelt, irgendwo, irgendwie? Und während du die Frage von Lyrico beantwortest, schenke ich mir noch mal reinen Wein ein. Das ist deine Schuld. Und ich höre auch gerade nicht mehr zu. Nein, habe ich nicht. Ende. Ja, bei mir kommt eher alles versetzt. Ich höre Cynic nicht mehr. Alles klar. So. Ich bin bei mir in dem Chat übrigens immer Hat noch. eine Frage gestellt im Chat. Ah, Hast du davor schon. So, hast du davor schon mal gebettelt? Irgendwie, ich will ja kein Spielverderber sein, aber diesen Spruch gibt es in Memes seit 2013. Ja, bei mir kommt eher alles versetzt. Ich höre Cynic nicht mehr. Ich weiß nicht, was du meinst, aber wenn das mit diesem Schlag mich schon mal Vater vergleicht, das kann sein, ja. Das ist halt so ein gängiger Spruch. Immer noch. Sin City Lieblingsanime. So, hast du davor schon mal Boah, gebettelt? Ich schwierig, will ja ey. kein Spielverderber sein, aber diesen Spruch gibt es in Memes seit 2013. Boah, ist Ja, echt bei mir kommt eher schwierig. alles versetzt. Ich höre Cynic nicht mehr. Konstruktive Antwort für was? Ich weiß es nicht. Cynic Wenn muss das vor mit diesem Schlag Tankstellen schon mal Vater vergleicht, das kann sein, safe, ja. Das ist Alter. halt so ein gängiger Spruch. Nein, habe ich nicht. Ende. Ja. Bester Samurai-Anime. Samurai, Goblin Slayer. Die Rettungsschwimmerlein verstehe ich nicht. Ja, ich habe mich so hart eingepisst. Also es ist sehr, sehr viel Wasser um mich herum, dass ich einen Rettungsschwimmer machen muss. So. Einfach witzig. Willst du ein Samurai sein? Ne, ich bin Ninja aus Konoha Hero, habe ich doch gesagt. Gegen wen willst du gerne battlen? Als nächstes kann ich das beantworten, eine Chance. Das ist die Lieblings-Anime, weiß ich nicht, das ist schwierig. Aber Lieblings-Samurai-Anime habe ich gesagt, Goblin Slayer. Schau dir Baki an, habe ich gesehen. Noch nicht gesehen, aber soll sehr brutal sein. Oh fuck, sorry, ja, Mann, normal. Normal mache ich den Sound vom Handy aus. Sorry, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, sorry, ich habe gemutet. Sorry. Magst du ein MC gar nicht? MC oder Battle MC? Hast du die Wurst immer? Die kommt echt, ja, irgendwie mittlerweile bewusst. Also diese Basecaps trage ich immer. Aber ja, aber so Hoodies, so trage ich generell. Also manchmal ziehe ich mich schon ein bisschen schicker an und manchmal halt komplett in Jogger. Also, aber die Cap ist meistens eigentlich immer auf. Ja, sorry, es müsste jetzt weg sein. Ist das noch da? Ist mein Handy noch laut? Nee, oder? Sag mal bitte was. Ich kenne Serious Suits, Battle MCs, die ich gar nicht mag. Ja, ich glaube, auf dieser ganzen Action da, Tollshop, würde ich sagen, jetzt so auf Anhieb. Was heißt Samurai von uns sein? Ninja aus Konohagakure, Mann. Was willst du von mir? Sinek, Ja. ist bei dir die letzte Frage auch Meinung zu Greg Pipe? Nee, Ton gut, nö, geht wieder, alles easy. Aber meiner geht ein Ah, okay. bisschen, meiner ist ja aktuellst. Meinung zu Greg Pipe gut, aber nie so Endlevel gefeiert wie jetzt ein Herr Sibilski. Ja, das ist krass. Nicht dein Humor, oder was? Obwohl, Nee, Greg Pipe ist nicht mal Humor. holt mich. Greg Pipe ist gar nicht lustig. Der ist halt Ja, wirklich ich sag nur Punchlines, ja. ja, ist nicht so, irgendwie nicht mein Ding. Also, was heißt nicht mal Ding? Das ist geil, Alter. Auch hier dieses, so diese Folge über Deutschland-Sachen, das waren ja hauptsächlich Greg Pipe und Fahrt, meiner Ja. Meinung nach, die man so von als Laie von früher so voll gefeiert hat. Das sind die beiden, die bei FOD2 auf jeden Fall am meisten zerfetzt haben. Und noch Dingsbums und noch Adi. Habe ich gar Von nicht im Kopf. der Neue Westen. Doch klar, der mit der Meckerlein. Ach so, ja, auch voll wack, dass man sich, aber ja, gut, das war die Zeit, da muss man sich für Ja, und entschuldigen, da war sonst hätte der Sinanji wahrscheinlich auch den Abend. da. Ja, hätte der den Abend wahrscheinlich nicht überlebt. Ja. Ob du einen Sub haben willst? Sinning, was ist ein Sub? Ich habe keine Ahnung von Das Subs. ist ein Was ist ein Abo, Sub? das ist Was ein kann Abo hier. Bist du bei Twitch überhaupt angemeldet?
Gar nicht, überhaupt. Ich hab sowas nicht. Okay. Nee. Also, dann brauchen wir ihn auch nicht offiziell zum Samurai machen. Er ist ja sowieso Ninja aus Kurosuru no Rage. Ah, genau. Fast richtig, Cynic. Ja. Wie fandest du das erste Auge von Cynic auf deine Battles? Auf meine Battles? Hm. Du hast ja nie auf meine Battles gemacht. Du hast einmal, wo ich das erste Mal drin vorkam, hast du auf das komplette Newcomer-Turnier. Ja. So. Ja, da warst und da du war auch natürlich. Bei. Ja, war ich auch bei. Und ich dachte, weil da war, das war schon das dritte Battle. Ich so, was holt der sich jetzt raus? Wenn er jetzt Auge auf das Mexikaner-Battle macht, ist so, ey, Digga, bin ich voll gefickt, ne? Ja. Und dann hast du die auf die erste Runde von Toy Shock. Das Battle, die fand ich jetzt auch nicht so krass, aber von deiner Seite aus war positive Kritik, hauptsächlich positive Kritik. So, und ich so, ja, korrekt. Ja. Das ist gut. So, dann machen wir hier mal kurz weiter mit deinem, mit deiner Vorstellung hier. Hier, viel Humor. Ich will dich nicht nur scheiße, weil du mies raps. Der steht hier, fragt sich, sag mal, wer ist denn dieser Bizeps? Macht jetzt einen auf Rap und teilt, doch sieht so süß aus, wenn er schreit. Backstreet's back, alright. Doch was wollte ich euch zeigen? Der ist ein Vorzeigeboy, war im Ausland, in Israel, auf Reisen. Instagram, Hashtag Travel Addicted. Hast dich bestimmt selbst gefunden, ne? Ist es so, wie es ist? You haven't been everywhere, but it's on your list. Ich schwöre, dieser Schwachmat macht mich sauer. Ich schwöre, ich hasse sowas auch so sehr. Was? Ich hasse sowas auch so sehr. Also, das sind so Mikesh-Verschnitt, Alter. Weißt du, was ich meine? Nein, aber der, ich glaube, der wird solche flachen Sachen, der wird versuchen, das selber irgendwie mit seinen tollen Worten irgendwie zu umschreiben. Aber von der... Nein. Von der Menschen her ist der so einer. Ja. Guck mal, es kann ja sein, dass ich ihn irgendwann nochmal battle, deswegen kann ich jetzt nicht einfach schon eine halbe Runde vorwegnehmen. Oder du, weil du bist ja auch ambitioniert. Aha. Oder du battlest den als nächstes, weil du bist ja auch sehr ambitioniert. Ja, hätte ich Bock drauf gehabt, aber der war schon gepickt für Dezember. Ach Quatsch. News. Aber Dezember wird ja auf gar keinen Fall stattfinden, oder? Ich habe gerade voll gespoilert, ne? Ja, du hast übelst gespoilert. Vor 630 Leuten. Mach mal weiter, Digga. Fuck. Also gegen wen battelt der Mikesh beim Dezember? Das wurde mir nicht gesagt. Okay. Aber du wolltest den haben, den Lachs, und die meinten so, nee, der hat schon jemand anders. War einer von den Leuten, von denen ich gesagt hätte, okay, die würde ich gerne battlen. Und warum? Weil ich einfach glaube, dass viele Leute vor ihm bestimmte Angles einfach nicht gefunden haben, die für mich sehr, sehr offensichtlich sind. Okay. Und zu wie viel Prozent spielt das in deinem Kopf eine Rolle, dass der dich theoretisch auch wirklich massakrieren könnte? Überhaupt nicht, juckt mich ein Scheiß. Weil du noch nicht massakriert worden bist, ne? Na, ich hab mich immer selbst geschlagen bis jetzt, weißt du? Ja. Du kennst das Gefühl gar nicht, wenn jemand dich rund macht, ne? Ich kenne das Gefühl zu verlieren, aber mich rund machen nicht, ne? Ja, das kenne ich auch nicht. Ich würde sagen, das einzige Mal, also was dem am nächsten kam, war für mich gefühlt Jizzy auf dem Frauenfeld. Das war das erste und einzige Mal, also abgesehen jetzt vom Gospel in der Battlemania, dass ich auf der Bühne mir dachte, okay, ich kann hier nichts machen. Seine Punchlines sind stärker als meine. So. Sonst war es Taktikfehler oder irgendwelche, keine Ahnung, Rotzumstände. Aber wo ich für mich ehrlich mit mir selber so bin, selbst mit einer guten Leistung hätte ich keine Chance gehabt, das war wirklich nur Jizzy auf dem Frauenfeld, weil der hat so viele Punchlines. Nee, Greg Pipe auch nicht. Hier schreibt gerade einer Greg Pipe. Greg Pipe auch nicht. Da habe ich zweimal böse gechoked und Savage und wie sie heißen, haben trotzdem das Battle noch unentschieden gejudged. Obwohl das auch ein bisschen iffy war so. Aber Greg Pipe, nein. Greg Pipe ist das Battle, über das ich mich am meisten ärgere. So, über meine Leistung. Mhm. Aber das einzige Mal, also wo ich auf der Bühne stand, mir dachte, boah, okay, krass, Alter, der hat wirklich mehr Lines. Die Leute feiern den mehr als mich, weil der ist gerade da einfach besser als ich. Das ist einfach... Das war wirklich, das war wirklich Jizzy. Deswegen, ja, die Erfahrung, ja, die. Du ja, hast aber so voll. Oder voll ungerechtfertigt, weil es ist ein Festival-Battle, weißt du? Da, also.
Nee, ich meine, das war ja eh unjudged. Ich meine nur von meinem Gefühl her. Also wenn ich mir jetzt eins in den Kopf rufen würde, wo ich mir dachte, scheiße, Alter, was mache ich hier? Ich habe, obwohl ich geile Lines habe, habe ich keine Chance. Das war dann halt so Jizzy. Der Rest hat andere Gründe so. Aber das war halt wirklich, das war so, Mann, Alter, der ist echt gut. Okay. Ja. Auch das verlorene erste Ding gegen Mighty nicht? Nee, Alter, guck dir das bitte nochmal an. Ich schwöre, das ist keins seiner guten Battles. Der ist an dem Abend auch nicht gut. Nur ich habe mal... Das Battle irgendwie kacke, Alter. Das ganze Battle ist... Sowieso, das ganze Battle ist scheiße, auf jeden Fall. Aber da habe ich auf jeden Fall den Hauptteil zu beigetragen, weil ich einfach 3 Runden lang das Thema verfehlt habe. Und so mit so Wortfinessen und so Rap und so Schemes und Bildern und so. Ich hab da... Das ist das einzige Battle, also da, wo ich wirklich... Alter, da habe ich... falscher kann man sich selber nicht einschätzen als bei diesem ersten Battle. Da laufe ich 3 Runden lang einfach gegen eine Wand. Der macht eine ganz normale Leistung und gewinnt das vollkommen zurecht. Aber es war von beiden nicht krass. Aber dass man das Battle nicht gucken kann, ist auf jeden Fall meine Schuld auch. So, da muss man schon mal ehrlich sein. Ja, aber wirklich nichts. Nee. Oh, du kriegst einen Kick. Für dich direkt zurück zur Klagemauer. Wirst du nicht erhört, rate ich dir skilltechnisch etwas zuzunehmen. Ich meine, allein vom Können spielte gerade Barcelona gegen Barfuß Jerusalem. Ich schwöre, keiner feiert dich. Nur weil du ab und zu mal einen Furz anzündest, heißt das nicht, dass du on fire bist. Okay, das ist zum Beispiel unterirdisch, ne? Ja, ich fand's auch, das war auch so ein random Satz, so, und der wurde auch in die Highlights gepackt und so. Das fand ich überhaupt nicht geil. Ja, aber nicht in meine... Ey, aber von Tilteli, als die dann diese Highlights rausgebracht haben von diesem, von dem Tag, war das als Highlight. Und das fand ich irgendwie... Ja, vielleicht einfach, vielleicht, das kann ich aber schon nachvollziehen, weil es eine Reaction war und weil es nicht die besten Lines schon vorwegnimmt. Okay, das aber dann gerade auch so, ja, ist ein Flachwitz, kommt der an oder kommt der nicht an, weißt du? Und ist angekommen, aber... Ah, jetzt, keine Ahnung. Aber das ist so ein Ding, das würde ich dir eigentlich, okay, es war dein erstes Battle, da kann man so, ich habe auch Lines gehabt, die würde ich heute nicht mehr machen, so, aber das, so wie du jetzt, wie ich dich jetzt in Anführungsstrichen kennengelernt habe, würde ich sagen, dass du sowas niemals schreibst. Ich glaube, so eine Lines würdest du auch nicht mehr bringen, oder? Sein, ja. Also ich habe diese Line lustigerweise auch mit einem Kollegen noch besprochen, so, und er meinte, ja, die Crowd wird schon lachen. So, also wahrscheinlich hat er dann, so ist er dann nach Deal to the Crowd gegangen, so, wir werden das schon feiern. Also so, und dann habe ich die auch abgehakt, weil das ist irgendwie so eine random Punchline, 2 Zeiler in einem Konstrukt von 3 Rücken. Weißt du? Ja. Geschweige denn, wie du überlegen bist. Und ich glaube, auf den Gayporn hast du nicht nur aus Versehen geklickt. Boah, du bist so homophob, Alter. Ja, ne? Hast du wirklich was gegen Schwule? Hast du wirklich was gegen Schwule? Ja, safe. Hast du auch schwule Freunde? Freunde nicht, aber ich habe viele, viele schwule Mitarbeiter. So. Ein paar von denen sind halt voll behindert, aber 1, 2 sind echt korrekt. Aber in welchen Abteilungen arbeiten die dann, die schwulen Arbeitskollegen? In derselben wie ich. Christ. In der Pflege? In der Pflege, richtig. Seine Mama schwuchtelt zu Hause, yo. Und dem Ali, dem du mal Geld leistest, ne, der ist nicht dein Freund, der nutzt dich nur aus, Bro. Ja, das ist überragend. So, die Line gab's auch noch gar nicht. Ich feiere immer, wenn so simple One-Liner kommen, die es aber noch nicht gab. Und den habe ich vorher und nachher, also nachher natürlich nicht, also was heißt natürlich, aber zum Glück nicht, aber den habe ich noch nie gehört. Der ist wirklich einfach gut. Nice. Das ist ein nicer Gedankengang. Mit ihm und seiner Mama jetzt eine kleine Schwuchtel zu Hause, yo. Und dem Ali, dem du mal Geld leistest, ne, der ist nicht dein Freund, der nutzt dich nur aus, Bro. Ja, du hast schon einen geilen Punchline-Kopf auf jeden Fall. Safe. Ich bin selber auch voll gespannt auf dein... auf dein erstes großes Battle, so vor, keine Ahnung, 300, 400 Leuten, mit vielleicht mit Mikro gegen jemanden. Wäre ja Mayhem. Wie bitte? Wäre ja Mayhem gewesen. Ja, wäre Mayhem gewesen. Aber gegen Steel wäre das gewesen, ne? Ja, das hätte ich zum Beispiel nicht gefeiert. Da hätte ich die Ansetzung, finde ich scheiße. Du gegen Steel. Also es ist voll Humor gegen null Humor. Das ist
nur Rappen gegen nur Punchlines. Das ist keine geile Mischung, finde ich. Ja, aber das ist ja... Ja, lass nicht so weit darauf eingehen. Lass einfach weiter gucken, sonst wird gleich hier 4:30 schlägt die und dein Bein ist leer, Alter, und du bräuchst es noch. Nee, ich hab leider genug da. Weiß meine Lines waren dir bis jetzt zu primitiv. Lucky Number, wenn ich deine Freundin mit 5 Kollegen zersiebe im Team, ist es dann ein Gangbang oder das mathematische 7? Geschweige denn, wie du überlegen bist. Und ich glaube, auf den Gayporn hast du nicht nur aus Versehen geklickt. Mit ihm und seiner Mama jetzt eine kleine Schwuchtel zu Hause, yo. Und dem Ali, dem du mal Geld leisten, ne? Der ist nicht dein Freund, der nutzt dich nur aus, Bro. Eine Frage habe ich noch als Battle Rap Nazi. Wenn du übst, hast du das so geübt, wie du es da performst? Weil das ist ja wirklich einfach cool, ne? Dahin gucken, dann die Punchline aber ins Gesicht. Hast du das so geübt? Ja, habe ich so geübt. Okay, nice. Hast du angehalten? Ja, ist einfach, warte. Bei mir war gerade kurz alles schwarz. Kurz angehalten. Weil ich weiß, meine Lines waren dir bis jetzt zu primitiv. Lucky Number, wenn ich deine Freundin mit 5 Kollegen zersiebe im Team, ist es dann ein Gangbang oder das mathematische 7-Prinzip? 2019 schon wieder nur ein Wack MC, schon wieder steigt mein Puls. Wenn ich mit dir fertig bin, ist deine Lucky Number 110. Schon in der Grundschule hat man diesen Loser gedisst. Deine Freundin hast eine Hure erwischt. Objektive Meinung, gut bist du nicht. Ich werde dich so lange anschreien, bis du denkst, dass dein Vorname Hurensohn ist. Meißel ist in Stein, dein Begräbnis Berlin 25. Macht eigentlich auch keinen Sinn, aber Delivery macht schon, ne? Was hat keinen Sinn? Ich werde dich so lange anschreien, bis du denkst, dass dein Name Hurensohn ist. Weißt du, was ich, das habe ich aus einem Flair-Song. Ja, Flair und Sido, irgendwas, bla bla bla. Und da gibt es so ein Monolog von so einem Typen, so von so einem Vater, der zu seinem Sohn redet oder zu einem anderen Typen, und er meinte so, ey, mein Vater, dreimal hat er mir die Fresse gehauen. Er hat mich mal so angeschrien, ich dachte, mein Name wäre Arschloch. So, weißt du, so okay. aus dieser Humorschiene habe ich dann das genommen. Okay. Ja, Flair ist vielleicht nicht der beste geistige Vater für Punchlines, aber er hat trotzdem gezogen. Ja, deswegen alles gut. Gut gepickt. 6. Mai, Sin ja. City 4-0. Der Winter ist vorbei. Yes! Hast du eigentlich eine Catchphrase? Nein, ich habe keine Catchphrase. Aber dieses Winter ist vorbei fand ich so nice, weil da gerade Game of Thrones zu Ende gegangen ist. War Staffelfinale. Okay. Boah, wie habe ich denn gerade bitte geskippt? Hast du das gesehen? One Take einfach direkt. Krass, Alter. Pass auf, jetzt kommt was richtig Schönes. Jetzt kommt was richtig Schönes. Schöner als mein Skip. Ayo, ja. Wedding! Zweite Runde! 10! Ja, krass! Das sind deine beiden Kollegen aus dem Krankenhaus. Nein. Die habe ich betreut und mitgebracht. Das sind die anderen beiden. Ihr seid eine richtige Chaos-Truppe, Alter. Scheiße. City! Geht gar nicht, geht mal ein Stück zurück, Alter, ihr seid ja richtig raus, Männer. Das ist übrigens ein Kollege von Steel da, der Typ, der da reingeklatscht ist. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Und du tust, ich schwör's dir. Und du tust schön so, als ob du den nicht kennen würdest. Ich kenne den nicht, Das, der Typ, der da reingefallen ist, der unter dem Arm von diesem Typen hängt, das ist ein Kollege von Steel, der heißt P. Hayes. Boah, okay, Alter, du flamest die Leute, Junge. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Sin City. Ja. Ja, wie sieht denn das aus, Alter? Meine Güte, so! Ja, Berlin, zweite Runde! Sin City! Jo, es hat sich gerade herausgestellt. Übrigens, in unserem Newcomer-Turnier hat einer sich dich kurz rausgepickt und ein paar Lines gegen dich gedroppt. Unter anderem wollte er dich dafür dissen, dass du den Sticker auf der Cap immer noch drauf hast. Dass man es angeblich nicht mehr macht. Ja, tut mir auch voll weh. Aber ist das so oder ist das nicht so? Oder machst du es extra so? Alter, ich weiß es nicht. Sticker ist drauf, fertig. Okay.
Manchmal, wenn du einen Stick abnimmst, hast du da auch einen Fleck. Das finde ich auch irgendwie behindert. Der geht nämlich nicht mehr weg. Ja. Stick, hier schreibt jemand auch, Sticker muss auf der Cap sein. Aber ja, gut. Also da hat jeder seine eigene Philosophie. Ja, ich habe auch nie Cappies getragen. Deswegen. Also knickt man den Schirm, lässt man den gerade? Also Cappies sind nochmal eine Wissenschaft für sich, ne? Ja, also man kann auch drauf abkacken. Also wenn es das einzige Problem an mir ist, dass ich einen Sticker auf der Cap trage, dann gut. Ja, mich das hin. Ja. Sand City! Jo, es hat sich gerade herausgestellt. Ich mag das Geräusch, wenn du deine Schnauze hältst. Geil. Das zum Beispiel kannst du jetzt nicht mehr machen, weil ich jetzt sage, und ich sag's bewusst, damit du es auch nicht mehr machen kannst, wäre zum Beispiel eine Bomben-Catchphrase jedes Mal zum Anfang der Runde. Das kann man geil mitschreien. Das ist gut und catchy auf jeden Fall. Es hat sich rausgestellt und dann wissen alle, was kommt. Das ist super. Schnauze, ey. Zweite Runde! Sand City! Jo, es hat sich gerade herausgestellt. Ich mag das Geräusch, wenn du deine Schnauze hältst. Ah, hier fuckert jemand, der Hook fuckert. Hast du das von Teddy? Teddy Comedy mit dem Ich mag das Geräusch, wenn du deinen Schnauze hältst. Das ist am Ende des Tages, glaube ich, von Teddy Comedy, aber das ist eigentlich von einem Kollegen, habe ich das. Der hat das immer gesagt. Ich wusste aber nicht, woher es ist. Und ich habe es einfach von ihm übernommen. Manchmal übernehme ich auch einfach Witze von Kumpels. Zum Beispiel wie dieses, ich mag dieses, wie geht das? Halt deine Fresse oder wie du heißt. Ja, das war auch von. Das habe ich voll gefühlt. Ich dachte auch, das wäre so ein bekannteres Ding, aber das hat für mich das lustig gewesen. War von Kollegen von dir. Ja, genau. So, ja, das ist am Ende von Teddy war, das habe ich dann später erfahren, aber war jetzt nicht so, oh mein Gott, scheiße, ich habe eine Line geklaut. Nein, aber ich für mich denke, ich habe es von einem Kumpel. Vor allem von auf dem erstes Newcomer-Battle, Alter, da guckt eh noch keiner mit der Lupe drauf. Knall dich gegen und sag, gib mir dein Pausengeld. Oh. Ja, der hat einen YouTube-Channel mit Filmkritik. Das kann ich dazu erzählen. Quali der Videos ist okay, also Equipment war teuer. Dass du sonst nur langweilige Scheiße laberst, kann ich schon mal spoilern. Und er hat ein Interview geführt mit Lars Henning. Siehst du, kein Schwanz kennt ihn. Traurig, wie du dich trotzdem für den geilsten hältst. 3 Videos in 2017 und sein Sendebetrieb wurde eingestellt. Doch das hier ist kein Influencing-Shit, das ist Battle Rap. Es lohnt sich hier einen Plan zu haben. Dann klingt auch nicht alles, was du laberst, wie Geschichten aus dem Paulaner-Gar. Ehrlich, das hier sollst du ein bisschen ernst nehmen. Wink mal. Ich bin so aufgeregt, ich meine, wir sind quasi im Fernsehen. Wieso bist du hier? Was machst du hier? Von dir gibt's keine Mucke, keine Battles, keine Rhymes. Aber Filmkritik mit Jonas Stein präsentiert. Wieso bist du hier? Wie kann das sein? Halt die Schnauze, Jonas Stein. Was soll diese Ich mach jetzt Battle Rap Scheiße hier? Nächstes Video auf seinem Channel. Hi Leute, Sin City war heute echt gemein zu mir. Ist dir das bewusst, dass du, der Apu-Gamer hat gerade einen Kommentar geschrieben, ja. Da habe ich an die Line habe ich auch gedacht, kennt ihr nicht? Ja, Rederei FM? Ja, man muss doch nicht die Scheiße kennen. Da habe ich auch dran gedacht gerade. Aber ist dir das eigentlich, abgesehen davon, ist dir das eigentlich bewusst, dass du so ein gewisses Delivery- oder Performance-Talent hast? Also weißt du das oder hast du es gemacht und hast danach gedacht, okay, sieht cool aus? Ja, so, also ist okay, sieht cool aus, habe ich mir ungefähr so vorgestellt, fertig. Also mir wurde auch mal gesagt, Delivery, 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 keine Ahnung, also, nee. Also ich weiß nicht, dass ich das Talent habe. Ja, jetzt ja. Bin ich mal so. Ja, jetzt schon, aber ich bin immer noch nicht so und guck mich selber an, ja, guck mal hier, das so. Weil ich finde einfach, das gehört auch ein bisschen Acten dazu, so du guckst in die Runde oder dann zuckst du mit den Schultern bei irgendwas oder guckst den irgendwie dämlich an bei irgendwie bestimmten Sachen. Finde ich gehört dazu. Vielleicht ja. Ist mein Kopf dann weiter gespinnt als andere, die dann nur die Punchlines darunter schreiben, aber war bin voll nicht bewusst. Nee. Ja, ich feiere das. Ich feiere voll deine Battle-Rap-Denke, feiere ich übertrieben. Der
fühlt sich krass, wenn er auch mal einen Witz bringt. Doch Leute liken deine Seite, um jemanden auszulachen, wenn sie bekifft sind. Sag ihn immer. Von mir gibt's auch nur 2 Videos auf YouTube und auf Google gibt's nix. Doch ich hab 1 Million Klicks mit deiner Bitch auf XNXX. Okay, was für eine Seite soll das sein? Wenn du lustige Hamster-Videos sehen willst, geh auf xhamster.com. Ja, das ist eine Pornoseite. Ja. Ja, aber XNXX, was? Ist auch eine Pornoseite. Aber ist das deine Lieblingspornoseite oder ist es einfach nur eine, die man kennen muss? Eine Standard, Alter. Pornhub, XNXX. Was ist Porn? Wenn du jetzt die beste, wenn du dich jetzt für eine Pornoseite entscheiden müsstest, welche wäre das? Pornoseite. Ja. Ich würde sagen Pornhub wegen den HD-Videos. Kennst du V-Porn? Was? Kennst du V-Porn? V-E-Porn? Nee. Das ist die beste Pornoseite. V-I? Ja, also V-E? V-E-Porn.net, glaube ich. Ach, kommt da irgendwas so? Nee. Das ist, ich laber keinen Scheiße. Das ist Hochglanz ja. Und der neueste Shit und Pipapo. Das habe ich damals, bevor ich meine Verlobte kennengelernt habe, sehr, sehr oft geguckt. So. Ah, da hat sie Fame. Ich glaube nicht, dass du auf V-Porn musstest. Ey, außerdem hast du auf Malle gearbeitet. Ich glaube dir kein Wort, ey. Okay, pass auf. Also mit Malle hast du recht, aber Fame voll nicht, weil Battle Rapper, also ich kann von mir sprechen, Battle Rapper haben eigentlich, okay, bis auf eine Story, die ich verkackt habe, die kennen die Leute auch, aber Battle Rapper haben keine Groupies so richtig, ey. Also ich zumindest nicht. Okay. Also ich habe also gemessen an dem, was ich da abgerissen habe, in was für Hallen und über was für einen Zeitraum ich da was zerfetzt habe, lächerlich. Also nichts. Wirklich. Also das ist, ne. Krass, hätte ich nicht gedacht, ey. Ja, ja, aber ich glaube, da hat wirklich so ein Tyron Blackshit, kennst du den noch? Ne, also jetzt nicht direkt. So. Ja, der hat so ein paar Mal gefreestylt, ein paar Mal in der Cypher. Ich glaube, der hat wegen Battle Rap mehr Viber weggemacht als ich auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, vielleicht wirkt er dann einfach geil auf die, ich weiß es nicht, Alter. Ja, ich weiß es auch nicht. Ist auch nicht schlimm. Mister, ich travel durch Israel. Ich teile nicht den Sieg, ich teile nicht das Meer. Ich bin die Sintflut. Für dich gibt's einen linken Kick-Hit ins Gesicht. Dein Image ist der Inbegriff vom Bitch-Move. Denn für dich, sorry. Denn der von mir mit Schlagstock im Besitz, da lache ich schon zwar lange. Der mit meinem Mathe-Test und rotem Stift, da wird mir Angst und Bange, ey. Weiter. Der mit meinem Mathe-Test und rotem Stift, da wird mir Angst und Bange. Denn von dem kann man immer unnötige Scheiße lernen. Ist doch gar nicht lang her, war wieder traveln. Yeah. Postet der Chimborazo in Ecuador ist 2 Kilometer höher als der Mount Everest und somit der Punkt der geozentrischen Maximaldistanz. Dass du dich so ausdrückst, eine Ehre. Von mir kein Diss, keine Beschwerde. Warum bist du da rausgekommen? Weil die eine Punchline nicht gezogen hat, in Kombination mit irgendwie in der Crowd war irgendwas? Genau, also in der Crowd war auch so viel. Erst fällt da einer rein, da oben war immer laut. Später wird auch auf mein Gesicht gezoomt, weil da hinten wieder irgendeine Scheiße passiert. Also da war echt über viel los bei diesem Battle. Und ja, da kam das zusammen. Weil ich dachte so, ich habe jetzt da so auch so eine Reimkette und ja. Manchmal rasten Leute einfach aus, weil eine Reimkette geil war und die Punch auch nicht verstanden haben. So, und da kam gar nichts und währenddessen war auch irgendwie laut. Dann das Battle war sogar ein Störfaktor, eine reinste Katastrophe. Ja. Ey, zupfst du dir die Augenbrauen? Da hat das meine Schwester für mich gemacht, ja. Warum? Sie meinte zu mir so, ich weiß, weil ich aussehe wie ein Neandertaler, hieß es. Okay, aber haben deine Homies das auch bestätigt? Hast du so einen starken, wie oft rasierst du dich im Gesicht so? Nee, ich habe nicht so einen starken Bartwuchs, ne. Aber die Augenbrauen das waren... Ist jetzt... Was mit den Augenbrauen? Ja, die waren, sieht jetzt krass aus, aber die waren vorher so inakzeptabel oder was? Für meine Schwester schon, ja. Ja, wenn meine Schwester, wenn ich eine Schwester hätte und die würde sagen, ey, Samuel, vor deinem ersten BMCL gegen Jack Dragon, die Augenbrauen gehen nicht, lass mich die mal zupfen, will ich sagen, geh weiter, hast du so eine alle. Wenn du eine Schwester hast, dann gehst du ein bisschen anders damit um. Da bist du manchmal auch relativ froh darüber, dass sie dir manche Sachen sagen. Okay. Im Nachhinein würdest du sagen, deine Augenbrauen sind on fleek, oder? Nicht so. Sieht ein bisschen zu gemacht aus, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Doch wieso sagst du, wie ist der höchste Punkt der Erde? Kann das sein, dass Bein dich irgendwie komisch macht? Erst redest du über Pornoseiten, jetzt über Augenbrauen.
Erstens, hast du Ex-NES reingebracht? Ja, aber du hättest auch nicht drauf eingehen müssen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich kenne die Seite ja nicht. Ich kenne das nicht. Okay. Das war reine Recherche und das ist mir jetzt gerade aufgefallen beim Standbild. Also, mach mich ja, aber mir eine Empfehlung geben, ne? Wie bitte? Aber mir eine Empfehlung geben für eine Seite, ne? Ja, das ist, weil wir uns verstehen hier. Okay, perfekt. Ich will ja nicht, dass du auf ewig da bei Porn abhängen bleibst oder wo du da warst. Wenn ihr sowas im Battle bringt, keine Chance. Wie wär's mit einfachen Lines für den einfachen Mann? Ich zeig's dir, damit du's beim nächsten Mal auch kannst. Lucky Number, du hast einen kleinen Schwanz. So, jetzt kommen wir wieder klar. Reicher, travelnder Influencer, ist das wirklich wahr? Oder halte ich euch nur zum Narren, wer weiß schon, was ihr denkt. Vielen Dank fürs Zuhören, Sin City und ihr Jonathan Frakes. Ich dachte immer, der heißt Jonathan Franks, weil ich kannte den nur aus dem Shindy-Song. Hab dann aber mir sagen lassen, der heißt Jonathan Frakes. Ja, Frakes. Und die Serie heißt nochmal? X-Factor. Können Leute mal bitte ganz kurz Ja in den Chat schreiben, wenn ihr alle X-Factor kennt und geguckt habt? Lebe ich und ich lebe sowieso unterm Stein, aber ist das was man geguckt haben muss? Oder ist es so Trash? So, lass die Leute mal richtig reinknallen. Digga, das ist geil, aber ich verstehe dich nicht mit deinen Serien und so. Die Leute sollen mal schreiben, ob sie das geguckt haben. Ich muss noch mal kurz Klo. Ja, macht das. 100% jede Folge. Ja, das ist was. Alle haben es geguckt. Brauchen wir nicht. Die Junge. Also. Deine Runde, wir skippen weiter. Ja. Beadet hab ihr. Oder deutsche Junkie-Rapper haben Bader im Blut und heulen nur rum, so wie Xavier Naidoo. Oder bitte, ich hab einen langen beim Schwanzvergleich und hämmer richtig rein wie der Drummer von Annen Malkantereit. Oder? Da wollte ich kurz sagen, Annen Malkantereit folgt mir. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich liebe das. Zwei Lieder, unnormal geil. Ja. Ist ein, wie geht das nochmal? So, selbst immer nur du. Wie heißt das nochmal? Wo der am Klavier am Balkon sitzt? Ey, das ist Barfuß am Klavier. Ja, genau. Was meinst du? Das ist auch einer meiner Favorites. Barfuß am Klavier. Das ist geil. Und das andere, ja, dieses, was auch im Radio liegt. Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Wie heißt das? Weiß nicht. Einer schreibt hier oft gefragt. Ich weiß aber nicht, ob es ein... Ob's, genau, richtig geil. Aber ich mag die erste Version lieber als die zweite, weil da in der zweiten ist so ein komisches Klaviersolo, wo der so die ganze Zeit auf die Tasten haut. Das finde ich nicht so geil. Das ältere ist ohne dieses Solo. Das ist geiler. Das muss ich mir gleich nach dem Stream nochmal reinziehen. Auf dem Weg nach Hause. Melancholisch. Mach doch. Kurani. Auf Gefühl. Treff richtig sicher wie beim Elfmeter Kurani und mach nur... Morgen, mein Lieber, danke dir vielmals für 3,24 Euro. Demut geht raus. Balan, so wie Andreas Burani. Das ist ein Samurai. Das genauso bringen. Stattdessen hast du dir jetzt in meinen Augen mit dieser einen Line so prinzipienlos und grausam verkackt und außerdem Sin City. Gottes Sex mit Sarah Wagenknecht, was ist denn das für ein Frauengeschmack? Jetzt nochmal ganz schnell anderes Thema, letzten Zeilen, danach sage ich straight, ich bin raus. Der meint noch so, Sin City und ein bisschen AIDS habe ich auch. Hast du schon auf Play gedrückt, Alter? Wie bitte? Hast du schon auf Play gedrückt? Ja, das läuft doch gerade. Ja, dann bin ich im falschen Watch Together, Digga. Warte kurz. Ja. Muss vielleicht nochmal aktualisieren. Kein Wunder, der schläft ja auch mit Schwänzen. Alles klar. Du bist gerade in der Runde von dem, ne? Wie bitte? Du bist gerade in der Runde von dem, ne? Ja, genau. Okay, alles klar. Die letzten Lines von dem wollte ich noch hören, bevor deine dritte anfängt. Der schläft ja auch mit Schwester Eva und bezahlt sie nicht. Aber immerhin wissen wir jetzt, wer der Vater ist. Final Bar.
Sin City, Real Keeper Attitüde aus der Steinzeit. Aber merkt euch eins, egal ob Filmindustrie oder Diltily, keiner braucht Sin City Teil 2. Macht Lärm hier für den Ich geh mir mal kurz. Ey, yo, Panke! Dritte und letzte Runde auf für Sin City! Ja, eine Sache wünsche ich dir, nicht allzu früh zu sterben. Ich wünsche dir ein langes, qualvolles Leben mit dem ewigen Wunsch, berühmt zu werden. Ich meine, der hört die ganzen Größen wie sie, du bist 187, denkt, irgendwann wird er auch mal so groß. Rappt seine Lieder vorm Spiegel aus dem anderen Zimmer. Du halt's Maul, du Idiot! Geil. Aber Mama, ich üb grad! Du sollst halt den Maul halten. Aber Mama, ich üb grad. Mach mal Pause. Aber Mama, halt die Schnauze. Todestiming. Wirklich Todestiming, Alter. Solche Lines machen voll Spaß zu performen, ne? Ja, Mann. Das war auch meine Lieblingsline vom ganzen Battle. Ja, so geil. Hör auf deine Mom. Wenn du deine... Vor allem die jubeln schon mittendrin und du weißt, Dicker, ich hab noch einen. Ja, das war geil. In der Bewerbung sowas sagst, wie du hättest Huren penetriert. Du hast... Alter, bevor dir die billigste Nutte am Sack lutscht, fährt sie zurück nach Tschechien und macht nochmal ihren Abschluss. Ja, es war zu viel Reaction. Bisschen, Werbung aber hat er ausschließlich Bong Taggy gedisst. Da bist du doch selber so ein Jolle Bong Taggy Verschnitt. Durch die. Aber Jolle ist doch muy simpatico, oder nicht? Ja, 100%. Ja, ne? Safe. Ich finde auch, ist einer von den likabelsten Battle-Rappern, die es so gibt. Klar. Die Eltern reich und verzogen, Nase zu weit oben, mit dem Travel nicht gelogen, einer mit Karamell übergossen, der andere überzogen. In seiner Fresse noch ein Wichsfleck, nur diese Riesennase weiß, dass selbst Rexona dich im Stich lässt. Das ist fast eine Länge. Das ist echt... Nee, Samuel, hör mal auf, jetzt, du bist der Alte, nicht zu viele Komplimente verteilen, wir machen weiter. Du bist fast ein Millennial, du kleiner Scheißer, wenn du nach dem Battle hackst... Du hast jetzt ein Kompliment gegeben, Alter. Habe ich heute schon viel zu viel. Ja, okay, also, ja, dann gönne ich dir das. Alles aber zum Glück werden wir nie gegeneinander battlen, deswegen, das ist super. Meinst du, so ein paar Jahren irgendwann wollen die Leute... Kann ich mir nicht vorstellen, ey, ohne Spaß. Ich wünsche dir, wünsch dir den Weg dahin, dass es irgendwann Sinn macht, aber ich weiß auch nicht, ey. Ich bin ja so pessimistisch, Alter, immer, ne? Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber es wär richtig krass, wenn das in 2-3 Jahren mal dann noch, weißt du noch, damals der Stream im November 2020? Du bist mittlerweile 40, so, und dann geht's richtig rund. Aber du hast mich doch am Heumarkt in Köln vollgelabert, mich nach dem Weg gefragt. Ja, aber du hast mir im Stream noch Komplimente verteilt. Ja, aber so, das wird super. Nein, du nicht so. Du bist vertick ich besser, Deister. Kennst du den Nicer Deister? Nee, ich wollte gerade zurückspulen, weil ich nicht verstanden habe. Okay, warte mal. Du bist fast ein Millennial, du kleiner Scheißer. Wenn du nach dem Battle Hacke bist, vertick ich dir den Nicer Dicer. Was ist das? Chat, kennt ihr den Nicer Dicer? Ja, die kennen alles, Alter. Ja, okay, aber du kennst nicht den Nicer Dicer? Nee. Der ist, diese Werbung ist, glaube ich, uralt. Ach, klar, hier von QVC. Ja, so, okay. Die gab es überall. Wieder Sendung, Alter. So, der Nicer okay. Dicer. Ich glaube, die gibt's. Aber da wäre ich wäre dann, bei mir das erste Ding wäre der, kennst du den Flowbee? Ich kenne Furby. Nee, dafür bist du dann zu jung. Das einzige Ding, was ich mit QVC verbinde, also was mir direkt einfallen würde, wäre der Flowbee. Kennt noch einer von euch den Flowbee? Ihr Zoom, was ist das? Was ist das denn? Die haben so unfassbare Mistmensch-Produkte, das ist unglaublich. Aber Nicer Dicer, ja. Aber da wäre ich jetzt ad hoc nicht drauf gekommen. Aber den Flowbee, nee, Flowbee kennst du auch nicht. Ich mache hier keine Werbung für Du bist auf der Spacko, der gespoilert hat. Dein Chat ist echt chillig, Alter. Also, die Dudes sind alle korrekt. Die gehen direkt mit drauf ein hier, ne? QVC direkt alle am Start. Voll, ey, hör mal zu. Ich habe so eine Monster-Community, wirklich.
Also hier gibt's ein paar Querulanten, die einen Sub geschenkt bekommen, die dann irgendwie cool sein, Lust sein wollen. Die sind sofort raus. Die lassen ein, zwei Chancen, dann sind die raus. Und ja, so, deswegen, das ist, ich bin auch todesstolz drauf. Und du bist auch nicht der erste Gast, der das sagt. Und das freut mich auch, weil du bist jetzt auch nicht jemand, der alles generell feiert. Ja, ist einfach nice. Ja, Mann. Werbung, ja, wie man Joint baut, Tütchen auf, drüber, fertig. Das ist ein Typ, den das Bad Bars Battle 100 Mal vergnügt hat, sich jedes Mal ein Wichs. Wie findest du das Bad Bars Battle? Aus der Hinsicht von der damaligen Zeit habe ich es gefeiert. Aus weil, der Sicht. Hm? Ja, weil es war nämlich früher, weil. Ich habe auch Battle Rap schon länger gehört, und gerade auch ich so liebe Leute, die Samurai. Die Kollegen haben sowas auch manchmal gerne gemacht. Und da war ja ganz viel so wie Vergleiche, ne, so deine Mutter wie eine Shisha ohne Kohle geht nichts. Das waren immer so Wortspiele, waren in der Zeit voll angesagt, so 2008, ein bisschen später noch. Vergleiche. Und da fand ich, ja, Vergleiche, Wortspiele so, und da fand ich viele einfach so wack, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht sein, wie kann man so mit so einer Scheiße Geld verdienen? Und dann kam dieses Bad Bars Battle für mich als Bestätigung, dass diese Lines wack sind. Ja. Und ja, mittlerweile sind halt Bad Bars irgendwie anscheinend zum Diddly-Humor geworden. Das finde ich irgendwie auch nicht geil. Aber konntest du, hast du dabei gelacht beim Bad Bars Battle? Musst du lachen? Ich kann mich nur noch an Haha Wasserstoff erinnern. Ich hab das auch nur einmal gesehen. Okay, na gut. Das fandst du lustig? Ich glaube, in dem Moment auf jeden Fall, ja. Weil es für mich einfach war, es gibt Leute, die die Scheiße, die jetzt gerade im Hip-Hop abgeht, verarschen. So habe ich das gesehen. Ah, okay. Ich hab nicht gesehen von wegen, oh, die Bar war voll schlecht, kann ich mir nicht geben. Ich habe das in einem anderen Blickwinkel gesehen, weißt du? Ja. Na ja, gut. Man Joint baut, Tütchen auf, drüber, fertig. Das ist ein Typ, den das Bad Bars Battle 100 Mal vergnügt hat, sich jedes Mal ein Wichs an einen der Teilnehmer disst, weil es beim 101. Mal nicht mehr gefühlt hat. Und genau solche Aktionen bringen nur Fotzen. So wie wenn ich bei deiner Oma klingel und sag, Schlampe, komm, lass boxen. Akinama, ohne Scheiß. Der sagt in einer Bewerbung so Sachen wie, nur so Bad Bars. Appell wie Steve Jobs. Appell, Apple. Oh, kein Plan, was du Spasti von dir hältst. Doch wenn ich dir ins Gesicht pisse, ist wie wenn du einen Text markierst. Alles ist gelb. Junge, das ist Battle Rap. Wortspiele, Reimketten, Bad Bars. Das kann hier jeder Zweite. Hinten aus der letzten Reihe hört man leise. Du bist scheiße. Yeah. Okay. Wolltest du was dazu sagen? So, ich fand's geil. Du wahrscheinlich nicht, wenn du schon so anfängst. Ja. Und wenn ich dann sage, hört man leise, dann schreist du von hinten, du bist scheiße. Und das dann lustig. So war das aufgeworfen. Das war der letzte von den drei Freunden, der noch gelebt hat, ne? Ich hab dir schon die Names gedroppt. Das war kein Kollege von mir. Ich fand's gut, hat gezündet, hat keinen gejuckt und außer dir hat das bis jetzt noch keiner kritisiert, also. Ja, dann passt das doch erstmal. Alles klar. Ich sag nur, wie es ist, Lucky Number, du bist so ein richtiger Stick. Guckt euch diese Schlampe an, er und seine Freundin, jeweils ein halber Mann. Lucky Number, Jona, hör mir zu, genau so Schäfchen wie du, mit ihrem hochnäsigen Ton, die haben immer an mir gezweifelt, doch ich hab immer gewusst, ich kann's. Hi, my name is Chicka Chicka. Lutsch mein Schwanz! Nein. Mach Lärm, Peter! Wusstest du, dass du gewonnen hast? Ja, wir haben ja seine Runde nicht gesehen. Da hatte er einen Stamler drin, die war nicht mehr so stark. Und bei mir war ja die ganze Zeit Crowd Reaction und so. Glaube ich schon. Also, ja, doch. Also, ich stand da schon. Das habe ich geholt. Okay, nein.